So Leute, Sonntagabend, herzlich willkommen zurück hier bei HW20, ja, was haben wir euch heute mitgebracht? Wir haben uns gedacht, wir zeigen euch mal, wie man so ein teures Outfit, was wir zusammengestellt haben, in günstiger nachkaufen kann. Heißt, wir zeigen euch einmal ein komplettes teures Outfit und dann das selbe Fassung, also ein ähnliches Outfit, eben nachgemacht in günstiger, dass man hier ein bisschen Geld sparen kann. Und ja, in dem Sinne, nach dem Intro geht's los und wenn ihr alle Teile sehen wollt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. I live inside my own world of make-believe. Kids scream. Wir fangen hier mal unten an mit den Schuhen, ja. Ganz klassische weiße Sneaker mal wieder. Und zwar haben wir da die Nike Air Max 97, also in der teuren Variante. Die kosten 1093 Euro. Ja, ganz nice weiße Off-White-Schuhe in Kollaboration mit Nike. Deswegen den Nike Swoosh dann noch mit am Start. Kann man auf jeden Fall gut gerne mal pitzen. Ist sehr nice. Ist auch relativ wertstabil eigentlich, weil ja, seltene Kollaboration. Ist auf jeden Fall ein richtig geiler Schuh. Wenn ihr jetzt aber nicht unbedingt 1093 Euro ausgeben wollt, was haben wir dann für euch als Ersatz mitgenommen? Da haben wir den Nike Air Max 97, ja auch ein Nike-Schuh. Also so ist das gleiche Modell. Sieht natürlich ein bisschen anders aus als der Off-White-Schuh. Aber im Prinzip, ihr seht es ja dann eingeblendet hier. Die sehen beide geil aus. Und sind beide weiß. Weiß kann man zu allem kombinieren. Also nicht nur bei einem Outfit, wo wir jetzt zeigen. Weiße Schuhe kann man nie was falsch machen eigentlich. Und ja, den kriegt ihr für 112 Euro. Also kommt natürlich mal wieder auf die Größe an. Ja, je nachdem, welche Größe ihr habt, desto teurer oder günstiger wird es dann. Aber ja, im Schnitt 112 Euro. Sehr, sehr gute Alternative für den Off-White-Schuh. Und ja, gönnt euch, wenn ihr wollt. Dann machen wir mal weiter mit den Hosen. Ja, kommen wir zur teuren Variante. Da haben wir eine Jogginghose von Tom Brown. Sehr, sehr nice, ganz klassische Hose mal wieder. Dunkelblau, ja, mit vier Streifen an der Seite. Ein bisschen Bändeln da am Rumbändeln. Ist auf jeden Fall nice, kann man sehr gut kombinieren. Ist bestimmt auch sehr, sehr gemütlich. Jogginghosen sowieso immer gemütlich. Kriegt ihr für um die 740 Euro als teure Variante. Ja, wenn ihr keinen Bock habt, das auszugeben, dann würden wir euch empfehlen, holt ihr euch von Emporio Armani einfach eine Jogger. Die kriegt ihr für 78 Euro, auch in einem dunklen Blau. Ja, Unterschied hier ist, die Bändel haben nicht dieses Metallding am Ende so, diese kleinen Zipfelchen, die haben nicht die Streifen am Ende, aber Emporio Armani auch sehr, sehr gute Qualität, kriegt ihr für viel günstiger. Also auf jeden Fall sehr, sehr gute, sehr, sehr guter Ersatz und passt trotzdem auch farblich alles zusammen. So, dann haben wir als Oberteil mal eine Collegejacke hier rausgesucht und zwar von Supreme. Die heißt Supreme Team Varsity irgendwie. Auf jeden Fall ist es eine Collegejacke von Supreme. Ja, ganz, obwohl, nee, diesmal nicht ganz klassischer Collegejacken-Style eigentlich. Ja, ein bisschen mehr drauf gepatcht oder wie man sagt. Ist auf jeden Fall mehr bedruckt. Geht viel mehr ab, wenn man hier auch sieht, so vor allem am Rücken. Der ganze Rücken ist voll mit Covern, fällt auf jeden Fall auf. Aber dadurch, dass wir eben ausgewählt haben, eine relativ simple Jogginghose, relativ simple weiße Schuhe einfach, wird es einfach nicht zu viel. Wenn ihr jetzt auch keine Ahnung was für aggressive gelbe Schuhe oder sowas habt, wo noch richtig, richtig viel los ist, mit richtig vielen Motiven, dann wäre es vielleicht ein bisschen zu viel. Hier kann man es aber machen, sticht schön raus. Auch blau passt schön zu der blauen Hose, weiß, weiße Schuhe natürlich. Perfekt. Kriegt ihr für 421 Euro im Schnitt bei StockX. Und ja, wenn ihr ein Fan von Colt-Jacken seid, könnt ihr euch das auf jeden Fall mal ziehen. Sehr, sehr nice Option. Wenn ihr aber keine Lust habt, so viel Geld dafür auszugeben, als Billigvariante haben wir euch von Miltex so eine Yankee-Jacke mitgebracht. Hat auch dieselbe Farbkombination. Hier vorne im Brustbereich, sage ich mal, im Oberkörperbereich ist alles blau. Die Ärmel sind weiß, passt beides zusammen, genauso wie bei der Supreme-Jacke. Ja, einziges Unterschied, großer Unterschied neben dem Preis natürlich ist, dass da nicht so viel drauf abgeht. Ist ein bisschen schlichter gehalten. Links, glaube ich, ja genau, links steht einfach nur die Zeichen für New York drauf. Also wenn ihr keinen Bock habt, jetzt irgendwie extrem aufzufallen oder ihr es einfach nicht euer Ding ist, dass so viel auf eurem T-Shirt, eurem Pulli abgeht, dann und ihr noch Geld sparen wollt, ja, dann würden wir euch das auf jeden Fall empfehlen. Kriegt ihr für um die 36 bis 38 Euro auf Amazon und ja, sehr, sehr guter Ersatz auf jeden Fall. Kann man auch ziemlich universell anziehen, kann man sehr gut kombinieren. Macht auf jeden Fall nichts falsch mehr. So, kommen wir zum schönsten Teil und zwar zu der Uhr. Da haben wir als teure Variante eine Rolex GMT Master 2 in Pepsi. Ne? Die Farbkombination Blau-Rot in Pepsi. Ja, was soll man dazu sagen? Sehr, sehr geile Uhr. Sehr, sehr wertbeständig. Steigt sogar auch noch. Sieht einfach geil aus. Klasse Stahluhr. Kann man zu fast allem anziehen. Auch wieder hier das Besondere an der Pepsi. Diese Farbkombination. Dass oben unten an der Lünette so ein bisschen andere Farben ist und nicht einfach nur ganz schwarz oder ganz grün wie bei der Hulk zum Beispiel. Auf jeden Fall sehr geil. Ein bisschen was Besonderes. Kriegt ihr für im Schnitt 18.000
500 Euro. Auch hier kommt es natürlich wieder stark auf das Angebot an, das ihr im Kaumarkt erwischt, aber dann müsst ihr euch auf jeden Fall mal so für um die 18.000 Euro einstellen. Kann aber auch sein, dass ihr es ein bisschen günstiger kriegt, aber ja, kann ja nicht schaden, sich auf sowas einzustellen. Ne? So, dann haben wir als günstige Variante die Seiko Prospex. Die hat ähnliche Farbkombination wie die GMT Master 2, auch blau-rot, nur ist es hier nicht so oben-unten geteilt, sondern ja, bei dieser Abgrenzung von 0 bis zu Zahl 3, das rote, der Rest ist blau. Von daher sieht es schon ziemlich ähnlich aus. Seiko auch sehr, sehr gutes Uhrenwerk, trotz dem doch relativ günstigen Preis. Ja, ist der Uhr ein bisschen nachempfunden so, sieht ähnlich aus. Sieht auch noch Stahl aus, kann man zu vielem tragen und ist trotzdem eine gute Uhr. Also ihr braucht euch auf jeden Fall nicht zu schämen mit so einer Seiko am Armband. Und ja, die kriegt ihr für 350 Euro im Schnitt. Ja, habt auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld gespart gegenüber der Rolex. Kann man natürlich auch nicht unbedingt so viel Geld damit machen, dann wie mit der Rolex, die dann vielleicht doch nochmal steigt. Aber wenn ihr wirklich nur eine Uhr wollt, einfach nur das Stylist wollen, sag ich mal, die ihr selbst tragt, dann und Geld sparen wollt, dann warum nicht eine Seiko? Könnt ihr auf jeden Fall mal machen. Wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, die zwei Outfits, habt ihr hier einmal das teure Outfit zu meiner rechten und zu meiner linken das günstigere Outfit. Seht ihr schon, klar, man merkt ein bisschen, dass die Marken jetzt draufstehen, dass da nicht Fett Supreme draufsteht oder sowas. Aber von der Farbkombi her, vom generellen Style her, nehmt sich das eigentlich nicht wirklich viel. Vielleicht schon, natürlich muss man sagen, ein bisschen von der Qualität des Stoffs vielleicht auch her, aber was jetzt auf jeden Fall aber nicht heißen soll, dass die günstigen Produkte eine schlechte Qualität haben. Ja, ganz im Gegenteil. Aber ja. Aber wenn ihr einfach mal ein bisschen Geld sparen wollt, ja nicht immer so viel Geld ausgeben wollt oder könnt, ist es auf jeden Fall mal eine ganz angenehme Sache, finde ich, mal so einen kleinen Vergleich hier zu haben. So. Und in diesem Sinne auch, wenn es euch gefallen hat, so ein Vergleich, dann lasst uns auf jeden Fall wissen, gebt ein Like, teilt das Video. Und wenn ihr das macht, dann kommt auch noch ein Teil, dann vielleicht noch ein Teil, dann kommen ein paar mehr Teile auf jeden Fall von dieser Art von Serie. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Video zu machen. Und ja, in diesem Sinne, wunderschönen Abend und wir sehen uns am Mittwoch und haut rein. Und viel Spaß beim Outfit kaufen.